Einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Tag und wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das seht. Wir sind die Netzwerk Gaming Bros und haben uns gedacht, wir zocken mal das momentan in der Alpha befindende War Z. Bin ich alleine? Nein. Mit mir ist der Jens Hallo, hallo, guten Abend. und unser Gastdozent Dejan. Moin, 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 meine Damen und Herren. So, genau. Wir haben schon mal ein bisschen gespielt und auch schon eigentlich eine Intro-Folge gemacht, die aber leider Gottes hinten und vorne mit allen möglichen Sachen nicht gestimmt hatte. Und haben uns gedacht, hey, machen wir es halt einfach nochmal. Und das ist jetzt sozusagen diese Folge. Ja, das ist jetzt die sogenannte Intro-Folge, damit man mal ein bisschen ins Spiel reinfindet. Und bevor wir jetzt ins Spiel reinfinden, muss ich erstmal den Jan finden, weil der war hier gerade in der Nähe und ist jetzt lost. Ich bin am Berg. Ja, ich bin auch am Berg. Wo bist du hingelaufen? Ich bin geradeaus hochgelaufen. Ja, wieso denn? Da kommen wir doch nicht in den Goblin Peaks. Nee, ich meine zum Goblin Peak vor, meinst du? Ach so, ja, da bin ich doch auch hoch. Ich bin am Berg lang gelaufen, jetzt ein Stück hoch. Ja. The War Z, ja, wie Permo gerade schon meinte, Alpha Game, natürlich schon nicht so wie Minecraft oder so, sondern direkt zum Vollpreis, weil Hammerpoint Interactive ja ein recht junges Entwicklerstudio ist und die müssen erstmal Geld verdienen. Mojang ja nicht, ne? Nein. Und haben uns jetzt hier auf dem Server getroffen und dadurch, dass wir schon mal gefailt haben, sind Jan und ich recht nah aneinander gespawnt. Permo etwas weiter entfernt und der steht jetzt ungefähr bei Goblin Peak Settlement. Und jetzt wollen wir uns erstmal zusammensuchen und ja. Ja. Das ist Ja. erstmal so der Plan. Spiel, wie man schon so sieht, ist so Endzeit, halt Zombies und Überleben. Einige kennen sicherlich den bekannteren Teil, Daisy. Ja, das ist ja die für Arma 2, die Mod, ja. Genau. Und wie man aber schon sieht, das hier grafisch viel, viel besser. Meines Erachtens nach. Und alles an sich ist flüssiger. Jetzt die Bewegungen der Zombies sind, ob es die eigenen Be Bewegungen sind. Schon an sich trotz Alpha ein sehr stabiles Spiel. Ja, das kann man so sagen. Für die Alpha ist es auf jeden Fall echt geil. Was halt so extrem auffällt, sind die ganzen Bugs und Cheats, die man nach einer aktuell benutzen kann. Haben wir schon einige Leute gesehen, die ja, unserer Meinung nach nicht ganz frei von diesen Sachen spielen. Ja. Wer Und will noch mal ein bisschen was Näheres zu der Geschichte hier erzählen? ja, der Jan, der hat das ganz gut hingeprägt. Ich habe hier gerade mal voll das Scheißproblem. Ja, ist in Ordnung. Also, wie gesagt, eigentlich geht's im Großen und Ganzen geht's eigentlich nur darum, dass eine Pandemie in irgendeiner Art und Weise ausgebrochen ist und ein Großteil der weltlichen Bevölkerung ist zu Zombies mutiert Tot. oder gestorben. Oder gestorben und dann zu Zombies mutiert. Ist alles recht angelehnt, soweit man das weiß, an zum Beispiel, was so ziemlich jeder, der sich für das Genre interessiert, The Walking Dead, ja, kann man eigentlich recht gut ableiten von der ganzen Geschichte. Wenn man sich einen neuen Avatar erstellt, dann, ja, also den kann man sich erstmal so grunddesignen, das hat man ja schon tausendmal gesehen ungefähr. Und dann spawnt man eigentlich irgendwo. Aktuell sind es mehr so die oberen Regionen von Colorado, heißt die Map. Und in den oberen Regionen spawnt man aktuell so. Und ja, momentan ist ungefähr die Hälfte der Map offen. Weil ja Alpha, weil noch nicht alles so fertig. Zum Beispiel so Sachen wie die Zoom-Funktion geht nicht. Und Grafik gesehen, zum Beispiel Lichtschatteneffekte funktionieren noch nicht so hundertprozentig. Sehen zwar schon gut aus, aber sind sehr verwackelt. Und ja, auf das Spiel zurückzukommen, alles halt sehr Endzeit. Es gibt halt wenig Lebensmittel, die man ja braucht, damit man nicht stirbt. Also das heißt, man braucht Wasser, also Schrägstrich Trinken und Nahrung. Und wenn man jetzt halt, man sieht es links unten in der Ecke, ist diese rote Person, dieser rote Avatar, das ist sozusagen das Leben. Und rechts und links davon sind, linke Seite ist Essen und rechte Seite ist Wasser oder halt Flüssigkeit.
Und wenn die halt im roten Bereich sind, das heißt, der weiße Balken ist ganz unten, fängt man an, langsam Leben zu verlieren. Da kann man entgegenwirken, indem man was halt trinkt und isst. Oder man kann zum Beispiel auch Antibiotika sich einschmeißen oder Painkillers, dann bekommt man auch ein bisschen Leben zurück. Wenn man verwundet ist, hat man zum Beispiel Bandagen. Das kann man alles finden in den Städten. Eigentlich bisher habe ich, wenn ich was gefunden habe oder wenn wir was gefunden haben, immer in irgendwelchen Häusern. Das ist eigentlich so die einzigste Möglichkeit, was zu finden. Häuser, Mülltonnen, Autos, Grills, ja, die verrücktesten Orte, aber irgendwo, wo halt Mülleimer. menschliches Leben ist, also Ansiedlungen. Was war? Mülleimer. Mülleimer, ja. Halt irgendwo, wo jemand wohnt oder jemand gewohnt hat. Am besten kann man empfehlen, sind absolut Einkaufsläden. Da findet man eigentlich immer irgendwas sehr Praktisches, ja. Aktuell in der Alpha haben die Sachen eine recht gute Respawn-Zeit. Das heißt, selbst wenn man jetzt in einen Supermarkt reingeht, man ist jetzt nicht auf einem sehr überfüllten Server. Hier hat man mal gerade die Serverübersicht, wie viele Leute drauf sind. Jetzt zu dem Zeitpunkt sind es 25 Leute. Wenn man da das Glück hat, man geht rein oder wenn man das Pech hat und es ist nichts da, kann man auch mal ein paar Minuten einfach da drin verweilen und dann kann ich unter Garantie sagen, zum jetzigen Zeitpunkt spawnt in geraumer Zeit wieder etwas. Ja, also ich hatte zum Beispiel das Glück, ich bin reingegangen, habe was gefunden, bin einmal kurz raus, wieder rein und es war schon wieder was da. Also das waren keine 2 oder 3 Minuten gewesen. Und ja, da sind die Spawnzeiten im Moment noch sehr, sehr praktisch. Ja, wie man gerade gesehen hat, ich bin jetzt in einer Safe Zone, so nennt sich das. Das Ah, heißt, ich seh dich, seh dich. siehst du mich? Wo bist du? Ach, da oben. Straße aufwärts. Ja, wo ist denn der Jan? Ach ja, sehr gut. Nee, ich bin einfach durch eine. Ich wollte über eine unsichtbare Wand hüpfen, aber das, naja, es geht halt nicht so. Ah ja, schön, schön. Jetzt ist für Safe Zone ist zu sagen, in dieser ist es nicht erlaubt, Waffen zu benutzen. Und man hat die Möglichkeit, auf sein Global Inventory zuzugreifen, also das heißt auf sein Offline-Inventar sozusagen. Ergo, wenn man jetzt hier irgendwas einsammelt und ja, will das jetzt nicht unbedingt immer mit sich rumtragen, hat man halt die Möglichkeit auszuloggen, das sozusagen aus seinem Rucksack rauszunehmen, in sein globales Inventar, also sein Offline-Inventar zu legen. Und wenn man wieder einloggt, hat man es natürlich nicht mehr dabei. Kann man dann aber natürlich wieder rein und rausschieben, wie man lustig ist, und kann dann halt wieder auf Beute zugehen. So kann man sich recht viel, recht gut ansammeln. Und ja, das ist so der Sinn von der Safe Zone. Und wie gesagt, halt, dass man halt mal auch irgendwo sich hinstellen kann und es passiert einfach mal nichts. Kann keiner abgeschossen werden oder getötet werden, weil es gibt immer wieder Banditen, ganz dreckige Banditen, die meinen, die Leute, die was gesammelt haben und selbst die, die nicht was etwas gesammelt haben, um einfach abzumetzeln, weil sie Spaß dran haben. Fressen oder gefressen werden. Ja, so ungefähr, aber das ist ja das Schöne, also was ich jetzt zum Beispiel bei Hammerpoint Interactive so ganz gut finde. Die wollen das ja, das Spiel selber wollen sie ja so designen, dass man mehr auf PvE-Content geht. Das heißt also, dass die Leute mehr miteinander zusammenarbeiten als statt gegeneinander, wie es jetzt zum Beispiel bei DayZ ist, ja, dass da wirklich nur noch Banditen unterwegs sind, ja, und das wollen sie halt ein bisschen fördern, dass man mehr miteinander zusammenarbeitet, als immer nur zu dritt oder zu viert einen Typen jagt und den abrippt, ja. Weil, naja, gut. Jeder ist zwar sich selbst überlassen, aber irgendwie muss man ja auch eine Chance haben gegen Leute, die irgendwie cheaten oder so. Ja, Ja. das ist so das Spiel an sich. Gibt's noch so, interface-technisch hat man ein kleines Backpack. Am Anfang Small Backpack, ja. Genau. 6 Quickslots, wobei der erste eine Zweihandfeuerwaffe und die zweite eine Einhandwaffe ist, sprich entweder zum Beispiel Basie, ein Hammer oder halt Eine Schusswaffen, Pistole, ja. Pistolen zum Beispiel, also Einhandschusswaffen halt. Dann unter anderem gibt es Schutzwesten oder halt Helme, Hüte. Ja, Helme sind ja mehr so einfach ein Designmittel. Schusswesten weiß ich gar nicht, ob die was bringen. Weiß ich nichts drüber, ob die wirklich einen Effekt haben. Ja. Ja, wie ihr bei mir gesehen habt, vielleicht seht,
Habe ich schon Medium Backpack, sprich, das ist ein bisschen größer als das Small Backpack. 15 Kilo mehr und 6 Plätze mehr zur Verfügung. Ja, kann man natürlich ein bisschen mehr einsammeln. Als kleiner Tipp, so machen wir das zu dritt, wenn wir unterwegs sind, haben wir uns so letztens überlegt, ist jetzt zwar keine neue Erfindung des Rads, aber es ist einfach super praktisch, wenn ihr schon zu mehrt unterwegs seid, dass nicht jeder alles sammelt. Das heißt, ihr findet Bandages, es gibt zwei verschiedene Typen von Bandagen, das sind einmal die normalen und einmal die DX. Wenn ihr zwei Typen in der Tasche habt, ja, das heißt, Jan, bist du das? Nee, ich schlaf noch um das Ding rum. Spring mal. Ich schlaf noch um das Ding rum. Schön. Okay, weil der sieht genauso aus wie der Jan. Echt? Der Ja. steckt sich aber auch so ganz dreckig da Ja, hinten. der hat sich ganz dreckig versteckt. Als hätten wir ihn nicht gesehen, weißt du? Was Naja. fällt? Da ist er wieder. Hat er eine Waffe in der Hand? Ja, ich glaube schon. Ja, aber du kannst ja hier drin nicht schießen. Der ist ja schon in der Safe Zone, oder? Ja, müsste. Jetzt ist er hinterm großen Baum. Wird doch bestimmt der Jan sein, der ist doch so still Natürlich, jetzt. natürlich. Ah, jetzt Ja, aber. so ein ekelhafter Lappen. Und wo waren wir gerade gewesen? Aufteilen der Beute. Ach so, ja genau, aufteilen der Beute. Also groß Gerede, gar keinen Sinn. Einer nimmt normale Bandages, der andere nimmt DX-Bandages, der nächste nimmt 375 Milliliter Wasser und Chips oder so, ja. Und somit hat nicht jeder alles in der Tasche, sondern da hat jeder ein bisschen was. Und wenn ihr schon in der Gruppe unterwegs seid, dann könnt ihr auch sagen, hier, gib mal was zu trinken oder hier, gib mal Bandagen. Und dann habt ihr so viel mehr Platz im Inventar, das ist unglaublich. Also das ist, kann man gar nicht vergleichen. Lohnt sich halt schon, wenn man zu vermehrt unterwegs ist. Ja, jetzt haben wir es hier alle drei zusammen geschafft. Und Somebody say, hey, we want some pussy. Kniebeugen. Want some pussy. Was? Ja, Hey, wollen wir jetzt noch, we want. Also ich würde sagen, wollen wir jetzt wir noch ein machen bisschen jetzt laufen? hier. Was? Wollen wir jetzt noch ein bisschen laufen oder genau, machen wir jetzt hier Ich würde wieder sagen, Feierabend? ja, Also ich wäre dafür, Intro-Folge. wir gehen mal, wir gehen mal, wir Ich würde nur sagen, gehen das war jetzt mal die mal nach Intro-Folge Tempo und City. ich würde nur sagen, das war jetzt hier die Intro-Folge, ja. Tempo Und City. ja, in der nächsten Folge werdet ihr dann irgendwas anderes sehen. Das ist ein großes Geheimnis, was ihr da seht. Naja, But da. now we want some pussy. Ja, hier, ja, übrigens Ferngläser gibt's auch. Ja, und auf jeden Fall werdet ihr dann halt sehen, wie wir richtig failen. Und irgendwann werden wir hier an diese Folge anschließen. Das wird ein bisschen dauern. Haben schon ein paar Stündchen aufgenommen. Wie gesagt, zu spät mit dem Rendern angefangen, zu spät gesehen, dass alles gefailt wurde. Und ja, dann bis irgendwann zu dieser Folge zurück. Macht's gut. Tschö. Habe Tschüss, Tschüss. tschüss.